Rapid Prototyping mittels 3D-Druck. Im FabLab der Otto von Guericke Universität Magdeburg können beliebige Prototypen und Modelle aus Kunststoffen hergestellt werden. Das im 3D-Druck angewendete Schmelzschichtverfahren ermöglicht dabei die Herstellung von Objekten in Form von Hohl- und Vollkörpern. Ist die Idee für ein Produkt entstanden, so kann mit der Konstruktion des 3D-Modells begonnen werden. Diese kann mit jeder CAD-Software erfolgen, welche fähig ist, STL-Dateien zu exportieren. Besteht Bedarf, wird dem Nutzer ebenfalls die benötigte Computerhardware mit installierter Software zur Verfügung gestellt. Ist das CAD-Modell anforderungsgerecht konstruiert, wird anhand der STL-Datei mit einer Slicer-Software der G-Code generiert. Der G-Code beinhaltet sämtliche Bearbeitungsbewegungen des Druckkopfes durch Berechnungen aller für den Druck relevanten Positionen im Arbeitsraum der Maschine. Nach dem Slicing-Vorgang können schließlich die fertigen Daten für den 3D-Drucker gespeichert und mit Hilfe einer SD-Karte an den ausgewählten Drucker übermittelt werden. Ist die Wahl eines der zahlreichen 3D-Drucker des FabLabs erfolgt, muss nun ein geeigneter Kunststoff ausgewählt werden. Der thermoplastische Kunststoff wird der Maschine in Form eines auf einer Spule aufgewickelten Filamentes zugeführt. Das angespitzte Filament wird durch den Extruder und einen Leitschlauch bis zum Druckkopf des Druckers geschoben. Der Extruder, welcher über den eingestellten Vorschub den Thermoplastdraht durch den auf etwa 220 Grad Celsius beheizten Düsenkopf extrudiert, treibt den Materialvorschub im späteren Druck an. Sind die Vorbereitungen des Druckers erfolgt, kann der Druckvorgang gestartet werden. Der Druckkopf fährt zunächst an das Druckbett heran. Das durch den beheizten Düsenkopf verflüssigte Material wird anschließend als Strang durch Bewegung des Druckkopfes an gewünschter Position auf die Arbeitsebene aufgetragen und erhärtet schließlich nach erfolgter Abkühlung. Anhand des im G-Codes gespeicherten Bewegungsablaufes erfolgt der schichtweise Aufbau des Modells. Nach einer kurzen Abkühlzeit kann das fertige Bauteil vom Druckbett entnommen und uneingeschränkt verwendet werden. Haben wir dein Interesse geweckt, deine Produktidee mithilfe der 3D-Drucker unseres FabLabs zu verwirklichen? So melde dich einfach bei uns unter den angegebenen Kontaktdaten.